Ein gewisser Paketdienst bekommt es seit einer Woche nicht hin, mir die Achsen fürs Longboard zu liefern. Das wäre im Grunde genommen überhaupt kein Problem, wenn sich nicht alle meine Frässchablonen, also für die Dropouts oder Dropthroughs und das Shape außenrum selbst, auf diese Achslöcher beziehen würden. Aus diesem einfachen und simplen Grund müssen wir jetzt nochmal eine Woche warten, bis ich diese Boards dann dem Jan schicken kann. Kommt mir eigentlich ganz recht, da kann ich ein Timber zwischendurch machen, das ich schon seit Ewigkeiten machen will. Ich wollte nämlich aus dem Harry Potter Universum einen Zauberstab drechseln. Da die meisten noch eher komplexere, asymmetrische Formen haben, habe ich mir dann den von Luna Lovegood ausgesucht. Übrigens auch meine Lieblingscharakterin aus den Harry Potter Büchern und Filmen. Die hat nämlich einen runden Zauberstab, bei dem wir nur hinten dann was schnitzen müssen. Da ich im Netz keine genauen Angaben zu Lunas Zauberstab bekommen habe, habe ich mich längenmäßig so an den Zauberstab von Lord Voldemort und Harry Potter orientiert. Die beiden hier gehören meinem Bruder. Die gibt es bei Elbenwald. Die sind eigentlich ganz geil. Vor allem dieser Knochen hier, der fühlt sich auch wirklich an wie ein Knochen. Jetzt kurz was dazu, weshalb ich dieses Video nochmal machen muss. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das schon einmal aufgenommen habe, aber nicht fertig. Das lag daran, dass solche langen, dünnen Gegenstände in der Drechselbank schnell einfach dann flutsch auseinanderspringen und splittern. Dass mir das nicht passiert, brauche ich eine Lünette. Die stabilisiert so kleine, dünne, runde Dinger, indem sie von drei Seiten mit einem Kugellager das Werkstück stabilisiert. So ein Teil habe ich mir jetzt heute Morgen selber gebaut. Ist echt schön geworden. Muss jetzt nur noch funktionieren. Ich habe es nämlich noch überhaupt nicht ausprobiert, aber wird schon schief gehen, vielleicht. Dann legen wir mal los mit dem Zuschnitt. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich diese selbstgebaute Lünette ausprobieren werde. Je dünner der Zauberstab wird, desto höher ist die Gefahr, dass er mir um die Ohren fliegt und einfach in der Mitte durchbricht. Und um diesem Flattern entgegenzuwirken, bevor er bricht, sind diese drei Kugellager hier. Der Standfuß wird auf meiner Drechselbank festgemacht und dann fahren diese Kugellager ans Werkstück dran, um es zu stabilisieren. Der Griff sieht jetzt so aus, wie ich ihn gerne hätte, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo hier oben noch diese Tulpenblätter hier reingeschnitzt werden. Die Lünette wird jetzt hier vorne an den fertig gedrechselten Bereich versetzt, um dann vorne die Zauberstabspitze zu drechseln. Ich habe das Gefühl, dass er mir trotzdem bricht. Drückt mir die Daumen. Thank you.
Er sieht jetzt fertig aus, fühlt sich auch ganz toll an in der Hand, aber es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Erstens, hier sind noch ein paar Rillen von der Lünette, da vorne muss ich noch ein bisschen runder und spitzer machen. Und hier hinten fehlen am Griff noch die Tulpenblätter. Also es sieht aus wie Tulpenblätter, ich denke mal, das soll so auch so sein. Und hier oben drin, da konnte ich natürlich nicht drechseln, da muss ich jetzt auch noch aushöhlen und diese Blätter dann auch anpassen und verformen und anformen. Jetzt ist der Zeitpunkt soweit, dass es mir unglaublich miserabel gegangen ist beim Videoaufnehmen. Anscheinend hat mich die Grippewelle doch noch spontan übermannt. Aus dem Grund habe ich den Rest jetzt auch nicht mehr aufgenommen. Die Restarbeiten an Schnitzerei und Schleiferei, die habe ich jetzt noch unter der Woche gemacht. Bin mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden, vor allem dafür, dass ich mit dem Schnitzen nicht ganz so gut klarkomme. Ich habe nur einen Fehler gemacht mit dem Dremel. Ich habe mit meinem Schleifpapier ein bisschen lange auf einer Stelle gehalten. Und jetzt habe ich eine Brandstelle, die ich nicht mehr so schnell rausbekomme. Im Großen und Ganzen bin ich aber eigentlich sogar ziemlich stolz drauf, dass ich so ein langes, filigranes Stück mal gedrechselt habe, beziehungsweise drechseln konnte. Die drei Versuche vorher, die ich gemacht habe, die sind mir nämlich ganz schön um die Ohren geflogen. Das war bitterbös gefährlich. Ich würde mich gerne nochmal an irgendeinen Zauberstab setzen. Hat noch irgendwer so einen runden, gedrechselten Zauberstab? Oder soll ich mal einen anderen machen? Den von Lucius Malfoy zum Beispiel. Den finde ich ja auch ziemlich, ziemlich geil. Zaubert mir das mal unten in die Kommentare. Mittlerweile sind auch die Achsen für die Longboards angekommen. Das heißt, wir können da jetzt als nächstes dran weitermachen. Dann kriegt der Jan endlich seine schönen hölzernen Leinwände. Als abschließende Worte möchte ich euch noch euren Kanal ans Herz legen. Das habt ihr bestimmt alle jetzt schon mitbekommen, aber die Futures haben einen neuen Kanal, Sorgenschall. Die laden da Videokritiken zu Alben hoch, vorzugsweise Vinyl. Das feiere ich ziemlich hart. Schaut da mal rein. Ansonsten wünscht mir viel Glück mit den zwei Boards, dass ich das jetzt auf die Reihe bekomme. Wir sehen uns dann die Woche drauf. Ich hoffe mal wieder freitags 15:30 Uhr. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü!